Okay, wir sind hier eigentlich fertig und können jetzt hier in den Kaufmodus gehen und Zeugs kaufen. Wenn wir nochmal klicken, geht es nach Zimmer und nicht nach Gegenstand. Ja, okay, ist mir bewusst. Badezimmer ist wichtig. Ja, ja, vielen Dank. Ja, wunderbar. Warum kommt das denn zweimal? So, Badezimmer ist wichtig. Essen können sie auch bestellen, aber die müssen irgendwo hinpinkeln, sonst werden sie echt unglücklich. Glaube ich mal. Was ist das denn? Schleudersitz XJ02 von Uri System. Ursprünglich wurde diese Stahltoilette für Hochsicherheitsgefängnisse entworfen, nahm ihn jedoch schon recht bald Einzug in Privathaushalte. Nicht nur die klaren Linien und der kalte, harte Stahl zogen den Verbraucher in den Bann, sondern vor allem die einzigartige Qualität, denn der XJ02 ist einfach nicht kaputt zu kriegen. Den Schleudersitz gibt es zu wahren Schleuderpreisen. Uri System, wir übernehmen die Drecksarbeit. Interessanterweise tatsächlich sogar das billigste Klo, aber es sieht ja auch aus wie der letzte Husten. Außentoilette für drinnen. Ja, viktorianische Bleikommode. Chloakina. Ah! Spülwunder 5 XLT. Wenn je eine Toilette perfekt die Bedürfnisse eines Sims befriedigt hat, dann diese. Frag nicht warum und frag nicht wie. Diese Toilette sieht einfach cool aus und hat mehr Knöpfe als ein Tarnbomber. Mit Notbatteriepack für 8 Stunden, beheizter Brille und 56K-Modem. Mit atemberaubender Spülautomatik. All das halte ich heute für nicht unrealistisch. Beheizte Klobrille? Gibt es, kann ich mir bei Amazon kaufen, kein Problem. 56K-Modem? Ziemlich für den Arsch. Ich meine, was macht denn mein Klo überhaupt mit Internet? Atemberaubende Spülautomatik? Das würde mich auch wundern, wenn es das nicht gäbe. Wenn da eine Veränderung im Wasserspiegel erkennt und dann die Spülung betätigt. Und Goldtoilettenreproduktion tatsächlich. Ursprünglich hatte man angenommen, diese Toilette wäre während des Großbrandes in SimCity von den Flammen verspeist worden. Doch seltsamerweise tauchte kürzlich eine merkwürdige Kopie auf. Das Original wurde mit großer Sorgfalt kopiert, einschließlich der soliden Goldkonstruktion. Diese Toilette ist ein Traum für jeden Sim, der sich um Geld keine Gedanken zu machen braucht. Wer einmal auf ihr gesessen hat, wird nie mehr Porzellan an seinen Allerwertesten lassen. Ja, bringt sogar 2 Komfort, 8 Harndrang, 4 Raum. Wir haben ja 8 Harndrang. Keine der Toiletten bringt uns mehr Harndrang. Sie haben Komfort und vielleicht Raum. Die Außentoilette für drin gibt uns noch minus Hygiene, da werden wir dreckig, wenn wir sie benutzen. Ah, wir nehmen einfach Hygeia-Omatic-Toilette. Dieses Toilettensystem basiert auf griechischen und viktorianischen Techniken wie der Gravitäts- und Wasserversiegelungstechnologie. Die Toilette ist zu einem Wahrzeichen der modernen Hygiene und Effektivität geworden. Exkremente werden fortgespült und die Spülung verhindert Geruchsbildung. Der raffinierte Toilettensitz und der Abzug machen die Hygeia-Omatik zu einer wahren Wucht. Das ist doch mal ein Argument, meine Fresse. So, und direkt daneben, Hygienemaschine von Uri System. Ach, das ist schon wieder dieses Gefängnisdingens. Sing Sing Waschbecken. Das ist der Klassiker. Ich meine, hier der Kristallhahn sieht natürlich krasser aus, aber bei unserem hochaktuellen Kristallhahn-System handelt es sich um eine Gesichtsdusche in elegantestem Design. Kaltwasser, Heißwasser und manueller Temperaturregler. Ein manueller Temperaturregler ist einfach nur ein Hahn. Das kristallklare Gesichtsduschsystem harmoniert farblich exquisit mit dem hindurchfließenden Wasser. Chrom, Glas, Kristall. Sing Sing Waschbecken tut's auch. Als eleganter Badezimmerhersteller vereinigt Sing Sing Hygiene mit viktorianischem Stil. Dieses Waschbecken wurde für die Ansprüche moderner Sims entworfen. Das klassische Sockel- und Beckendesign verleihen der Sing Sing ihre Charakterstärke. Ja. Machen wir. Direkt daneben, da muss man nicht so viel, da muss man nicht, nicht wahr? Und da gibt es hier, ja gut, hier gibt es natürlich noch andere Toiletten, auch ein Keramik-Pissoir. Ist die Kunst ein Abbild des Lebens oder das Leben ein Abbild der Kunst? Wer kann das bei diesem antiken Pissoir schon sagen? Dieses Pissoir wurde aus einer Avantgarde-Skulptur gefertigt. Durch Schönheit kombiniert mit Zweckmäßigkeit hat dieses kostbare Stück bereits zahlreiche Preise gewonnen. Das ist unglaublich. Was sie labern. Okay, ich bin auf Sonstiges gegangen, weil ich dachte, ich bin im Badezimmer, aber bin ich ja gar nicht. Ich war auf Toiletten.
Nein, ich war auf sanitäre Anlagen. Ich wollte eigentlich einen Spiegel, aber das ist bei alles und sonstiges und da gibt es einen Spiegel. Gibt es nicht. Erholung? Erholung? Nee, Garderobe. Aha! Medizinschränkchen. Bei diesem Modell handelt es sich um den klassischen Badezimmer-Medizinschrank. Die Sims können ihre Zähne putzen, ihren Charme polieren und so ihre Fähigkeiten verbessern. In diesem geräumigen Medizinschrank finden selbst die größten Pillenpäckchen und die verschiedensten Medikamente Platz. Hygiene 1 Charisma. Narzis Wandspiegel. Ja, das ist schon gut so hier. So, der kommt direkt da über Perfektion. So. Und jetzt wollen wir noch eine Dusche haben. Ey, was ich ja cool finde, sind diese Dinger hier. Die sind ja hauptsächlich in Amerika relativ publik, ne? Diese eingefliesten Badewannen, die halb Dusche sind. Was ist das? Alu-Duschsystem. Wirst du unter einer normalen Dusche nicht mehr rein, muss es die Alu-Dusche sein. Mit der vollautomatischen Dampfreinigung lässt sich selbst der hartnäckigste Schmutz entfernen, noch bevor sich die gefährlichen Schmutzpartikel im ganzen Haus breit machen. Oh Gott, die sind beide so unordentlich. Zirkulationsfilterung, verstopfungsimmune Rohrleitungen und Hochdruckreinigung mit 200 PSI sorgen für 100%ige Reinheit. Da wirft selbst der hartnäckigste Schmutz das Handtuch. Okay, jetzt muss ich kurz nachgucken, weil PSI ist, wo habe ich denn? So, PSI ist nämlich eine Druckeinheit Pounds per Square Inch, also Pfund pro Quadratinch. Oder pro Quadratzoll, wie auch immer man das jetzt sagen möchte. Das ist halt die amerikanische Einheit. Jetzt gucken wir mal, 200 PSI sind 13 Bar. Alter! Eine 13-Bar-Dusche. Nur mal so als Vergleich. Normaler Stadtwasserdruck sind 5 Bar. Wenn du den Wasserhahn voll aufdrehst und deinen Gartenschlauch zuhältst, kommen 5 Bar an. Die Dusche hier hat 13. Das ist gar nicht gut. Okay, ich dachte, das wäre ein Billo-Ding, aber das ist was Teures. Ich dachte wieder, das wäre so ein Gefängnis-Ding. Nein, wir nehmen hier die Platzspardusche. Die sind übrigens alle gleich groß, ne? Selbst die teuerste. Die ist nicht platzsparend als die anderen. Krampft Industries sind weltweit führend auf dem Markt für Heiß- und Kaltwasserhygienesysteme. Die Platzspardusche ist aus unempfindlichem Acryl, Polyester und Fiberglas gefertigt und die perfekte Lösung für kleine Badezimmer. Maximale Kapazität: eine Person. Das werden wir sehen. Eigentlich wollte ich hier fast noch eine Badewanne hinstellen. Wir werden uns diese Möglichkeit offen lassen, indem wir die Dusche da hinstellen. Und dann kann immer noch da eine Badewanne hin gedreht, wenn wir das wünschen. Nein, so, dahin. Okay. Ich versuche mal nicht aus Versehen falsch zu klicken, sonst kaufe ich noch irgendwas, was ich nicht haben wollte. Okay. Das ist ein großes Wohnzimmer. Hier können wir auch eine fette Essecke. Also Jen... Dieses Outfit, Mann, ist doch scheiße. Ich ärgere mich darüber, dass mir das gar nicht aufgefallen ist. Jen wird die krasse Partys feiern können. Ja. So. Jetzt gibt es hier... Es gibt jetzt eine Küche. So. Wir brauchen Oberflächen. Und hier gibt es ziemlich coole Theken. Und die mag ich auch. Deluxar Küchentheke. Lass dich mit der diamantverzierten und verchromten Deluxar Küchentheke von RetraTech in die 50er Jahre zurückversetzen. Der Melamin-Oberfläche können selbst verirrte Hiebe des Hackebeils nichts anhaben. Hamburger Fett kann am Abend kinderleicht mit einem einfachen Reinigungsmittel entfernt werden. Die Arbeitsfläche ist sowohl nützlich als auch wertvoll. Deluxar ist eine Marke von Deluxe, einer Tochterfirma von Bel Air. Die finde ich auch cool, die Steintheke. Man kann da leider, glaube ich, gar nichts drunter stellen. Und es gibt sehr wenige Sachen, die man da drunter stellen kann. Was ist denn billig und nicht ganz so hässlich? 250, meine Fresse. Pillig-Küchentheke. Raus mit der alten und rein mit der neuen Küche. Mit Pillig-Küchen sind wir alle aufgewachsen. Diese Plastikwunder kommen überall gut ran. Mit einer unempfindlichen Arbeitsplatte, auf der sich ein Spülbecken problemlos installieren lässt. Billig dank Pillig. Und jetzt werft den Porschen zu Boden. Na schön, dann halt Pillig. So, bam. Bam, bam. Ich glaube, 3 brauchen wir. So, jetzt gibt's einen Kühlschrank.
Und da müssen wir jetzt schon gucken. Lauwarm Vorratskammer. Lauwarm. 5, 6, 7, 7, 8. Der bringt halt 9. Warum der so komisch halbrund ist, habe ich noch nie verstanden. La Frigorifero von Balconi. Frigorifero. Die ländliche italienische Lebensart in der heutigen Zeit zu leben, ist nicht gerade einfach. Ab und zu muss jeder zugunsten der Bequemlichkeit Zugeständnisse machen. Denn was ist das Leben schon ohne einen hydraulischen Kühlschrank-Türstopper oder das Cold-as-Ice-Kälteinjektionssystem? Balconi bietet dir nun all diese Annehmlichkeiten eines hochmodernen Kühlsystems im stilechten Design. Deine Nachbarn werden denken, du seist in der Renaissance stehen geblieben. Balconi macht Frust zu Frost. Bei den Kühlschränken gibt es natürlich hier auch wieder Unterschiede, wie viel Hunger man gut geschrieben bekommt dafür. Der kostet das Doppelte von dem. Ist halt weiß und nicht dieses furchtbare Grün, aber vielleicht passt das zu unserer Theke. Das Problem ist halt immer so, die Herde, auf denen man das Essen zubereitet, haben, glaube ich, auch einen Hungerwert. Und ich weiß nicht genau, welcher davon gilt. Ob das wirklich so einen großen Unterschied macht, weiß ich auch nicht. Eisbärkühlschrank. Der Eisbär kühlt Verderbliches bei Temperaturen zwischen mittel und eiskalt. Die patentierte Gastechnologie sondert nur eine minimale Kohlenmonoxidmenge ab. Oh toll! Der Eisbär wird mit Böden, Schubladen, Tür und Innenlicht zum Ein- und Ausschalten geliefert. Ja, wir nehmen den erstmal. Und wir stellen den erst einmal dahin. So. Ofen. Jetzt geht's nämlich weiter hier. Der hat Hunger 5. Unser Kühlschrank hat Hunger 6. Ich habe keine Ahnung, welcher dafür. Welcher. Ne? Hunger 7, Hunger 7. Das ist natürlich cool, wenn man es auf der Platte machen kann. Der ist natürlich der krasseste. Oder nee, der war mal der krasseste. Und dann haben wir der hier. Der Mapf dich dick Herd. In den Restaurant mit Massenabfertigung und Zubereitung von größeren Mengen von Nahrungsmitteln ist der Mapf dich dick Herd weitestgehend unter der Bezeichnung Riesenherd bekannt. Sowohl 5-Sterne-Restaurants als auch Imbissbuden schwören auf den Mapf dich dick Herd mit seiner makellosen Kochfläche, den einfach zu reinigenden Platten und dem Fettauffangbehälter mit einem Fassungsvermögen von 10 Litern. Die hervorragende Dunstabzugshaube sorgt stets für gute Luft. Da kann ruhig mal was anbrennen. Es lebe die Massenabfertigung. Es lebe Mapf dich dick. Okay, wir nehmen hier freistehender Herd Dielektrik. Hast du jemals einen Einkaufsbummel durch ein traditionelles Einrichtungshaus gemacht und hast dir Öfen angeschaut? Die Ähnlichkeit ist erstaunlich. Alle Modelle sehen gleich aus. Wie der neue Dielektrikherd. Mit diesem Herd ist das Kochen ein Kinderspiel. Bekanntes Design, Semi-Tough-Heizelemente. Warmhalteplatte, entgegengesetzte Heizströme für vollkommene Mahlzeiten jederzeit. Oh Gott, die Küche ist viel zu groß. Das ist ein großes Haus. Man verliert total den Überblick. Okay. Wir wollten hier noch eine Spüle haben, weil die werden wir brauchen. Hier nehmen wir nicht so eine, sondern so eine Kochspüle, genau. Alles außer der Küchenspüle. Sims können auf alles verzichten, nur nicht auf eine Küchenspüle. Die Spüle ist praktisch eine Notwendigkeit. Sims können dieses makellose Edelstahlmodell zum Reinigen von Händen und Geschirr verwenden. Dank ihres besonderen Designs passt die Hydronomik in jede Ecke. Okay. Machen wir in die Mitte, dann kommen wir vom Kühlschrank, kann die Sachen hacken. Oder beim Herd hacken. Eigentlich, ich weiß nicht, ob in der Mitte gut ist oder schlecht. Wir machen das in der Mitte und dann gönnen wir hier uns noch einen Luxus. Ich wollte eigentlich Küchengeräte. Da! Hier! Gibt noch eine Kaffeemaschine. Wir können auch eine Mikrowelle nehmen. Kaffeemaschine ist gut. Chico-Kaffee! Muss einer der Sims Nachtschicht schieben? Pump ihn voll mit Kaffee, dann döst er weniger und du hast mehr Spaß. Harndrang minus 1, Energie 1. Energie 1 ist jetzt nicht so viel. Obwohl, der gibt Energie 2, aber auch noch Spaß. Und Harndrang minus 2. Es gibt eine Kaffeemaschine hier, so bam. Okay, man muss schon ein bisschen Freude haben im Leben, ne? Dann brauchen wir eigentlich noch Enttisch-Tisch. Wir brauchen einen Esstisch. Was ist das? Effizientia Plus. Das ist doch kein Esstisch. Das ist ein Esstisch. So, der ist gar nicht so teuer. Ich hatte den immer als einen sehr teuren Tisch angesehen. Mamas Tisch. Mamas Tisch reicht. Wir sind nur 2. Und man kann ja an beide Seiten Stühle stellen. Also da können auch 4 sitzen. Ich glaube, das reicht. Mamas Tisch.
Kein Haus ist wirklich ein Zuhause, wenn es keinen Tisch gibt, an dem die Familie zusammenkommt. Und kein Tisch ist dazu besser geeignet als der Original-Mama-Tisch. Aus hochwertigem Holz gefertigt wird dieser Tisch zum neuesten und zum Glück auch stillsten Mitglied deiner Familie. Hinweis, der Hersteller ist für das Entstehen von Familienstreitigkeiten beim gemütlichen Zusammensitzen nicht haftbar zu machen. Okay, dann dahin. Und was wir eben noch gesehen haben, Küchengeräte, sonstiges, nee. Sonstiges, da, Mülleimer. Abfalleimer, man sagt, dass der Müll des einen der Reichtum des anderen sei. Das stimmt aber nur so lange, wie der eine seinen Müll auch dorthin wirft, wo er hingehört. In den Abfalleimer. Sims können natürlich auch den allgemeinen Mülleimer benutzen. Aber warum nicht Zeit sparen und in jedem Zimmer einen Mülleimer aufstellen? Richtig, der kommt dahin. Ihr könnt auch dahin kommen. Ja. Dahin. Ich glaube nicht, dass es so eng wird. Wir haben hier genug Platz. Was wir auch noch brauchen, sind Stühle. So, sind wir hier bei Esszimmer? Essstühle, jawohl. Was ist das? Popo Power. Ach, für 200 Euro ein Stuhl. Ach nee, jetzt sag ich schon Euro. Da, die fand ich immer lustig. Knitterknorpel Esszimmerstuhl. Dieser Esszimmerstuhl aus der Kollektion Rustikales Leben von Knitterknorpel wurde eigens für das rustikale Urlaubsressort geschaffen. Halbierte Kieferstämme bieten absoluten Komfort. Der Rahmen aus gepressten Holzspänen, das klingt so grausam, wenn man das sagt, garantiert 100%ige Stabilität. Durch den in mehreren Schichten aufgetragenen Lack wird gewährleistet, dass sie sich auch in 20 Jahren noch an der eleganten Blässe des Holzes erfreuen können. Knitterknorpel. Knitterknorpel hat mehrere Sachen. Die haben, glaube ich, auch eine Couch und einen Tisch. Okay. Baumarkt Allzweckstuhl. Das sind so die Stühle, die bei deinem Arzt stehen, auf den man warten soll. Holzstuhlmarke unkaputtbar. Es sieht grausam aus, aber ich glaube, das ist schon gut so. Dieser Stuhl hat genau die richtige Höhe und den richtigen Winkel, um daran zu essen, zu trinken und sich zu unterhalten. Dieser robuste Holzstuhl erfüllt viele Aufgaben. Auf Balkon oder Veranda, im Garten oder am Fußende deines Bettes macht er sich gut. Produkte von Unkaputtbar werden ausschließlich aus vor Ort gepflanzten, vor Ort abgeholzten, reinem Redwood-Holz gefertigt und sind frei von Exportpartikeln. Exportpartikel? Schön! Stuhl ohne Exportpartikel, das ist fantastisch. Okay, jetzt gibt es hier eine Glotze. So. Nee, erstmal gibt's ein Bett. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen wichtiger. Ist bei Sitzgelegenheit ein bisschen seltsam. Wir machen ein Doppelbett. Und Doppelbetten müssen gar nicht so teuer sein. 3440, dachte hier 2,1. Das ist natürlich, das kann ich mir gar nicht leisten. Himmelbett Mitternachtstango. Okay, nein, hier. Crimson Collection Bett. Wie? Gar kein Text? Das ist ja traurig. Das günstige Doppelbett. Wenn du wenig Geld hast, ist es schwer, ein gutes Bett zu finden. Aber auf dem Boden schläft es sich auch nicht besser. Ein guter Kompromiss ist das günstige Doppelbett. Befriedige Schlaf- und Erholungsbedürfnisse deiner Sims, während du von besseren, gemütlicheren Betten träumst. 100% echte Spanplatte. Okay, Komfort 7, Energie 7 und der hat 8. Das ist 6, 7, das ist ein richtiges Krankenhausbett oder aus einem Gefängnisbett. Ich meine, das nächste ist erheblich teurer und das finde ich hässlich. Das hat zwar keine Beschreibung, aber ist egal. Ist auch hässlich, aber geht irgendwie besser. Bam! So, das ist schon mal gut. Jetzt gibt's eine Glotze. So. Interessanterweise gibt es halt entweder den ich mir nicht leisten kann. Soma Plasma-Fernseher. Oder hier den Wandfernseher. Und dann gibt es halt hier den Trotko 27 Zoll Farbfernseher. Anfang der 2000er. Keine Seltenheit, eine Röhre irgendwo zu sehen in einem Haushalt. Das war absoluter Standard. Das andere war wirklich was Ungewöhnliches. Ob du Zerstreuung oder nur ein bisschen Unterhaltung in der Küche, im Schlaf- oder Wohnzimmer suchst, dieser Farbfernseher von Trotko ist die beste Wahl. Autotuning, Kanaleinstellung, Haarfilter, Bildschärfe, 3 AV-Anschlüsse, Sprachausgabe, permanente Kanaleinstellung, Bässe und Höhen, TV-Standby, Belüftung. Nicht mal die Hälfte von dem, was da stand, ist ironisch. Das muss man sich kurz auf der Zunge zergehen lassen, ne? Für die jüngeren Zuschauer unter euch. 3/4 von dem, was da steht, ist ernst gemeint und hätte so wirklich in einem Katalog stehen können. Ich weiß nicht, was ein Haarfilter sein soll, aber der Rest ist ziemlich realistisch.
Okay. Kommt dahin. Und weil man auf einer Zweisitzer-Couch so blöd davor sitzen kann, kaufen wir eine Dreisitzer-Couch. Weil wir davon ausgehen, dass hier auch mal ein paar Leute zu Besuch sein werden, nicht wahr? Ja, die ist schon cool. Vinyl-Retro-Sofa. Eiersofa. Sieht furchtbar aus. Das war so mein Standardsofa immer. Ich denke mal, das fand ich auch immer sehr cool. Aber das ist, das finde ich so von dem Design her und wie es hier gezeichnet ist, finde ich es cool. Aber ich würde es nie kaufen, weil es sieht einfach nicht bequem aus. Was haben wir denn für Dreisitzer? Recycling Couch. Die sieht auch grausam aus. Kuschelsofa. Weich und kuschelig. Ausdruck und Eindruck. Dieses dynamisch gestreifte Sofa setzt hinsichtlich Form und Funktion die klare Aussage: Mein Sofa. Dieses Sofa schafft Komfort, der so lange währt wie die endlose Harmonie und Schönheit eines Zuhauses. Nylonschale, Schaumstoffkissen, robuste Plastikbeine. Farbe: Nikotin. Das ist eine sehr gute Beschreibung. Farbe: Nikotin. Ist ja grausam. Ah, ich hasse es. Aber ich glaube, es muss sein. So, nicht zu weit weg, das sind nur 27 Zoll. Also eigentlich so. Ja, mein Computermonitor ist größer. Einer von den beiden. Also beide sind größer, für sich genommen. Ja, nein, okay. Bald haben wir 27 Zoll Fernseher in der Hosentasche zum Aufklappen. Na, guck mal, wenn man das jetzt so sieht, ist gar nicht so viel freier Raum. Ja, hier kann auch mehr hin. Hier kann man auch mal tanzen oder so. Da kann ein Radio hin. Siehst du, gute Idee. Wir brauchen gar nicht mehr viel und es bleibt nur ein bisschen Geld übrig. Das ist gut. Schön wäre, wenn wir hier... was gibt's denn? Elektrogerät? Habe ich irgendwas vergessen? Telefon ist gut. Wir nehmen hier das Wandtelefon, weil dieses Telefon muss ja auf einem Tisch stehen. Gut, es kann nicht auf dem Boden stehen. Von daher, wir müssten noch einen Tisch kaufen und der wird bestimmt mehr kosten als die 25 Differenz. Also machen wir ein Wandtelefon. Schnurloses Telefon SCTC. Ausgedehnte Reichweite. Notfallnummern sind bereits eingespeichert. Mit Pseudo-Intimsphäre. Nummernspeicher für oft angewählte Nummern von Freunden. Transportabel. Mit integrierter Tastatur. Nichts davon ist ironisch. Außer Pseudo-Intimsphäre. So ein Wandtelefon an sich war schon toll. Anfang 2000er. Wählscheiben waren dann nicht mehr so. Wandtelefon war toll. Und kabellos, absolut keine Selbstverständlichkeit. Dabei steht hier, mit integrierter Tastatur. Guckt mal auf das Bild. Die Tastatur ist nicht im Hörer drin, sondern auf der Station. Na schön, wir nehmen das mal so hin. Wir hängen das dahin. Das ist in der Mitte des Hauses. Wir werden nicht davon aufgeweckt, wenn es in der Nacht läutet. Das ist relativ wichtig. Okay, Audio. Wir könnten hier noch ein Radio hinstellen. Das ist mir eigentlich immer relativ wichtig gewesen. Wir brauchen einen kleinen Tisch. Ja, das hilft ja alles nichts. Das Ding ist viel zu teuer. Obwohl, kostet 229. Lautsprecher einfach gigantisch. Als die Entwickler zu ihrem brandneuen Lautsprecher befragt wurden, lautete ihr einziger Kommentar: Jeder Musikfan sollte den Frequenzgang seiner Stereoanlage mit diesem brandneuen Reproduktionssystem verbessern. Jawohl! Die Teile sind echt total groß. Ah, das ist... Seht ihr, das ist nämlich nur Raum und nicht Spaß. Das leitet den Ton an andere Räume weiter, aber hat selber keine Ausgabe. Ja. Okay, Down with that Ghetto Blaster. Von Honolulu bis nach SimCity gibt es nichts Besseres als den Down with that Ghetto Blaster. Damit kriegst du jeden Sim zum Tanzen. Du brauchst nur diesen kleinen Kasten, um die anderen Sims in der Nachbarschaft dazu zu bringen, nach deiner Pfeife zu tanzen. Stellen wir erstmal dahin und dann holen wir uns noch einen kleinen Endtisch. So. Das fand ich immer ganz cool. Das ist stylisch und nicht mal teuer. Titankisten für echte Roadies. Ein Haufen in Präzisionsarbeit hergestellter Transportkisten, die selbst der größte Roadie nicht klein kriegt. Jede dieser Kisten wurde mit karbonisierten Streben, Titannetz, Nietengriffen, Schnappverschlüssen, Scharnieren und dreifach verstärkten Kanten versehen. Im komplett gepolsterten Innenraum kannst du all deine Wertsachen aufbewahren. Druckgetestet durch langhaarige Hardrocker auf Tournee. Druck getestet durch langhaarige Hardrocker auf Tournee. Was für ein Satz. Drei so eine Kisten für 60 Euro? Das ist ein Schnapper. Eine kostet wahrscheinlich mehr. So. Können wir eigentlich direkt unter das? Ja, dann kommen sie am Ende nicht ran wegen irgendeinem Bullshit. Wir stellen das dahin und dann das Radio auch darauf. So. Na, so ist doch richtig gedreht. Ja. Okay. Ich glaube, mehr in Elektronik brauchen wir nicht. Wir könnten irgendwann noch einen Computer hinstellen. Das ist halt teuer.
Was ich noch lieber hätte? Dekoration? Nee. Hier. Ein Kleiderschrank wäre ganz gut. Kleiderschrank Pinienschlucht. Es geht nichts über solide Pinienmöbel. Sie schaffen eine gemütliche, warme Atmosphäre. Eine Ausnahme bildet dieser unzerstörbare Spanplattenkleiderschrank aus dem Hause Pinienschlucht. Durch präzise, maschinengeschnittene Pinienhölzer und die gewachste Oberfläche lassen sich Kleidungsstücke ganz leicht dem Schrank entnehmen. Ich weiß nicht, ob da wirklich der Schrank irgendwas zu beiträgt, aber gut, was soll's. Das ist gut, da können sich unsere Sims umziehen. So, einen Spiegel braucht man nicht unbedingt. Was noch cool wäre, wenn wir hier noch ein Bücherregal hinstellen würden. Wissen. So. Bücherregal von prekärer Designs. Schlichtes Pinienbücherboard. Pinie! Da sind wir schon wieder. Auf diesem schlichten, praktischen Bücherboard lassen sich Bücher und Souvenirs aufbewahren. Es erfüllt seine Aufgabe. Das war's. Die Sims können ihre Koch- und Technikfähigkeiten verbessern, indem sie Bücher lesen. Kinder können aus Büchern lernen und sich in der Schule verbessern. Klar machen sie das. So. Okay, das ist jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das ist einfach, ohne jetzt zu übertreiben. Wir könnten uns auch noch ein Schachspiel hinstellen. Dabei sieht das aus wie Dame und das sieht aus wie Schach. Dieses ausgeklügelte und komplexe Spiel ermöglicht es dem Spieler, den sozialpolitischen Klassenkampf auf mikroskopischem Level nachzuempfinden. Der Spieler muss sich für die helle oder dunkle Seite entscheiden. Eine Entscheidung, die auf den ersten Blick einfach zu sein scheint, da jede Seite über die gleiche Anzahl an Figuren und die gleichen Zugmöglichkeiten verfügt. Die philosophische Bedeutung der Wahl wird jedoch während des gesamten Spiels im Raum schweben. Alleine dafür kaufe ich es. So. Natürlich brauchen wir dann nochmal zwei Stühle, aber das ist eine gute Beschäftigung für die beiden, dann können sie sich kennenlernen. Da gibt es noch einen Billigstuhl, Baumarkt, Allzweckstuhl. Stühle sind eine tolle Erfindung, du kannst beim Essen darauf sitzen, am Computer schreiben oder auch darauf sitzen, während du fernsiehst. Dieses minimalistische, schlichte Auslegedesign bietet wahrlich minimalen Komfort. Fantastisch. Okay, jetzt haben wir noch 1000 Euro in der Bank. Und ich glaube, wenn wir an den Schrank, an den Kühlschrank gehen, was essen, dann kostet es ja Geld. Ja, das ist, glaube ich, in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ja, was ich jetzt natürlich am meisten hoffe, ist, dass Dinge schief gehen. Ich will, dass die Toilette kaputt geht und es einen Springbrunnen gibt und die fluchen, während sie versuchen, es selber zu reparieren. Denn ich werde einen Teufel tun und einen Handwerker holen. Das ist für mich Sims, das finde ich komisch. Ich fände es sogar komisch, wenn es anfangen würde zu brennen. Es gibt Rauchmelder. Ja, könnte man machen. Man könnte auch die Sims dazu zwingen, kochen zu lernen über Bücher und dann würde es nicht mehr brennen. Unter Garantie ab einem bestimmten Kochlevel, ich glaube 2. Aber sie deshalb nie kochen zu lassen, bevor sie das können, finde ich ein bisschen langweilig. Feuerbrand, Rauchmelder, eine Alarmanlage, das wäre eigentlich nicht schlecht. Weil wir haben nicht viel Geld und wenn der uns das bisschen klaut, was wir haben, wäre doof. Die Sims Sentry 4 Alarmanlage beinhaltet ein automatisches Polizeirufsystem, einen Bewegungsmelder, einen Mechanismus zum erschwerten Eindringen ins Haus, einen veränderbaren ID-Code, ein bipolares Doppelimpulsverfahren, eine optische Technik mit Multizonen und ein digitales Wählverfahren. Gerät ist nur für einen Raum nutzbar. Für mehrere Räume müssen mehrere Geräte installiert werden. Wir haben nur einen Eingang, also passt das schon. Wir machen es einfach mal da drüber. Bupp. So, das war jetzt ziemlich teuer. Wir legen es mal drauf an, wenn es brennt, dann rennen wir halt zum Telefon und hol die Feuerwehr. Wer hat schon einen Brandmelder? Also, ein Rauchmelder ist ja heute, glaube ich, sogar Pflicht. Seit ein paar Jahren in Mietwohnungen. Aber direkt über dem Herd ist ja albern. Das ist ja ein richtiger Brandmelder. Das ist ja Quatsch. Niemand hat sowas. Okay, jetzt müssen wir kurz in die Optionen reingehen. Und hier den freien Willen ausschalten, weil das ist einfach für den Arsch. Gut, haben wir gemacht. Wunderbar. Live-Modus und Play. Oh Gott.